Das sind wir da schon wieder bei Horizon Zero Dawn. Wir werden jetzt schnell das Panoramafeld erholen. Was heißt schnell? Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber das scheint da oben zu sein. Lass mal gucken, dass wir dort irgendwie raufkommen. Und denen geht es auch schon weiter Richtung Banditenlager, damit wir das auch mal erledigt kriegen. Wir werden so nach und nach die ganze Karte hier abarbeiten. Man will ja schließlich alles machen, ne? Gut, wie kommen wir hier am besten rauf? Das ist eine gute Frage. Hier muss es ja irgendwo einen Weg zum Hochklettern geben. Was? Zum Hacker. Kommt die denn her? Moment. Die habe ich gar nicht gesehen. Schlecht mit ausweichen, wenn ich das mal so sagen darf. Komm ich da rein? Jo, ne? Ja. Der hat mich verloren. Sehr schön. Ich komme hier raus. Na toll. Na toll. Ich hab's noch nicht so mit. Ich hab's noch nicht so mit den Tasten. Lauf, ey Leute, lauf, lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Wir wollen hier nicht sterben. Das sind drei Stück. So, den hätten wir auch schon mal erledigt. Wo sind die anderen? Nein, nichts, nein, nein, aus, aus, aus. Gut. Der weiß, wo ich bin. Nein. Okay. Der weiß nicht, wo ich bin. Sehr schön. Ja, komm. Komm zu Papi. Komm, Mama Eloy, warte. Die mit dem Gescanne. Wo war denn nochmal Pfeifen? F, ne? Die haben aufgehört zu suchen. Das ist schon mal was. Sehr schön. Den Trabant 2 hätten wir ja schon mal erledigt. Ich habe die nicht gesehen. Ich renne hier einfach so rein wegen dem Panorama und dann stehen hier vier Plünderrohre. Ich habe die Porto nicht gesehen. Ja, genau. Trabant. So, aber hier muss noch irgendwo einer sein. Die Frage ist nur wo. Da ist eine gute Frage. Wo? Da ist noch was zum Einsammeln, sehe ich gerade. Keine Ahnung, wo der andere abgeblieben ist. Gut, den gehen wir rauf da. Den gucken wir mal kurz. Ist eine Textdatei, alles klar. Den gucken wir doch mal kurz. Und zwar Notizbuch. Datenpunkte. Da ist sie. Geleakte interne Korrespondenzen von Cialu schüren Angst vor möglicher Massenentlassung und Abschiebungen. Shanghai, 4. Juli 2062. Das Hacker-Kollektiv Idiot Army hat fast ein Terabyte interner Kommunikation von Cialu Luana Resource veröffentlicht. Die Gerüchte anheizen, dass in Shanghai ansässige Mondbergbauunternehmen eine deutliche Geschäftsverkleinerung plant. Mitte 2050 zogen Cialus beträchtliche Roboter-Kriegsflotte der attraktiven Verdienstmöglichkeiten die Aufmerksamkeit junger englischsprachiger Facharbeiter auf sich. Doch die durchgesickerten Daten legen nahe, dass die zunehmende Automatisierung des Unternehmens einen Großteil der menschlichen Arbeitskräfte überflüssig macht. In den Bereichen werden wiederholt die potenziellen Kosten für eine Umsiedlung des überschüssigen Personals erwähnt, was nahelegt, dass deren früheren Zulu-Angestellten nach den eventuellen Massenentlassungen auch der Entzug der ehemals garantierten chinesischen Staatsbürgerschaft droht. Oh je. Kurz gesagt, ein Unternehmen
geht hauptsächlich auf Automatisierung und kostet natürlich Mitarbeiter. Gut, das Ganze ist zwar jetzt so eine fiktive Geschichte, aber... Fangen wir endlich an. Es entspricht dann leider auch der Wahrheit, ne? Jetzt reicht es. So. Gut. Wo hat er denn hier dran rumgeknabbert? An einen seiner Kollegen. Okay. So, darf ich jetzt mal zum Panoramafeld? Etwas Vorrat. Das muss hier ja irgendwo, das hier oben, ne? Irgendwo hier? Das hier war's, ne? Glaube ich. Warte mal. Das ist, glaube ich, das hier. Oder das? Weiß gerade nicht genau, wo es ist. Aber ich glaube, das war das hier. Kommt man hier denn irgendwo hoch? Ich sehe zumindest keinen Weg, wie man hier hochkommt. Ich meine, das sind alles alte Ruinen von den Menschen, die hier mal eins alles aufgebaut haben. Aber es muss ja einen Weg hochgeben. Aber das ist der hier doch, ne? Kommt man hier vielleicht rein? Kommt man, gut. Ist hier drin vielleicht ein Weg? Das sieht hier zumindest nach Klettermöglichkeiten aus. Nö, anscheinend doch nicht. Gut. Ich finde, man sieht das hier ganz schlecht. Hier muss da irgendwo was Gelbes zu sehen sein. Aber sehen tue ich jetzt gerade nichts. Bin ich hier denn überhaupt richtig? Ja, guck, da ist eine Klettermöglichkeit. Also? Aber da will sie sich nicht festhalten. Also muss hier irgendwo was anderes sein. Oh, warte mal. Hier ist die Klettermöglichkeit. Guck, das sieht man. Aber da ist ein gelbes Ding. Aber wie komme ich denn da ran? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage. So hoch kann... Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ah, jetzt. Gerade so. So hoch kann ich gar nicht springen. Den da jetzt hoch? Ah, in Jump'n'Run-Spielen bin ich nicht der Beste. Also, ich habe sogar Probleme mit Mario-Spielen und so. Ich spiele Horizon auch hauptsächlich wegen der Story. Das Spiel hat eine absolut geniale Story. Das Jump'n'Run ist nicht so meins, aber es gehört nun mal dazu. Oha, spring nicht daneben. Wo muss ich denn jetzt wohin? Da ran, oder wie? Ich brech mir doch die Haxen. Ja. War klar. War so klar. Oh, Mann. Gut, gut nochmal. Das heißt, ich muss irgendwo anders hinspringen. Da hat sie sich an den Fest gehalten. Ist das dein Ernst? Ja, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Offensichtlich schon. Gut, den haben wir ja gleich wieder besucht. Nee. Ach du Heilig, was läuft denn da rum? Nee. Weg hier. Ja, da sind die Plünderer wieder. Das ist da hoch, ja. Und das war hier drin, ich weiß. Ja, ich weiß, ihr seht mich. Geht nicht viel. Verzieht euch. Ah, es ist. Das ist ärgerlich. Das ist. Warte mal, das hier. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, das kannst du laut sagen, Aloy. Wie geht's denn jetzt weiter? So. Gut, dann wären wir zumindest schon mal hier drinne und... Kümmert euch wieder um euren Kram. Weiter geht es jetzt wo?
Gute Frage, ne? Ich sehe gerade nicht, wo es hier weitergehen soll. Da oben. Da. Man sieht das ganz, ganz schlecht an Horizon. Also das ist in solchen Spielen wie Resident Evil leider etwas... Was heißt leider? Etwas besser gemacht. Da wieder rüber, dort ist doch wieder so ein Krampf für sich. So. Gut, dorthin, dahin. Zum Glück kann man sich runterbohren. So, dann sind wir wieder an der Stelle, wo wir eben schon waren, ne? Ja. Na komm schon. Eloy, spring. Danke. Ja, dort ist die Stelle, wo ich eben schon runtergefallen bin. Ach, diesmal hat es aber geklappt. So. Hey, das ist die Stelle. Oh, das ist die Stelle. Gut, daran springen geht nicht. Das heißt, hier muss irgendwo was anderes sein. Die Frage ist jetzt nur, da hat sie sich ja nicht mal festgehalten. Hier. Alles klar. Hier, sehr schön. Da ist auch die Panoramastelle. Alles klar. Jetzt haben wir es geschafft. Nein! Oh, Eloy! Oh, Mann! Das ist doch nicht dein Ernst, Mensch. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, Mann. Das tut mir leid. Ich habe nicht gesehen, dass da Abseil steht, erst wo es zu spät war. Wie komme ich denn jetzt hier wieder rein? Ist hier aber auch unübersichtlich. Ich will doch nur da wieder rein. So. So, nochmal, nochmal, nochmal. Gut, jetzt kenne ich ja einigermaßen den Weg. Wo wohnt das hier? Alles klar. Daran. Ah, jetzt kommen wir natürlich wieder nicht ran. Und sehen tue ich gerade auch ganz schlecht, wegen dem dämlichen Regen. Ja, man merkt, Jump'n'Run ist absolut nicht meins. Absolut nix. So. Wenn das Spiel nicht so eine verdammt gute Story hätte, du, dann... Spring da runter. Auf jeden Fall habe ich ein leichtes Problem mit Jump'n'Run-Spielen. Ich weiß nicht, ich mag es aber nicht. Ist wohl Geschmackssache. Jo, da nochmal hoch. Sehr schön. Denn darüber. Zack, so. Jetzt hier hoch. Oh, es schüttet wie aus Eimern. Jo, das merke ich. Das merke ich. So. Jetzt nicht wieder abseilen, Eloy. Nicht wieder abseilen. Hier, ich wollte zu diesem Panorama-Gedüns da. Genau. Geht nicht. Warum nicht? Jetzt. Apokalypse-Storm Tour Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgic International hier sein Hauptquartier hatte, in dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Alles klar. So sah das hier mal aus. Das war eine Großstadt. Okay, okay. Ja, Durst da vorne mal. Ist ja nicht viel von übrig. Den werden wir jetzt... Ich kletter hier auch nicht wieder runter, vorne, weil hier die ganzen Viecher sind. Wir müssen mich hier zum Banditenlager. Da ist auch Neil. Wir gehen einmal kurz dahin. Aber in die Nähe porten können wir uns nicht, ne? Mäh. Gut, das heißt, wir porten uns hier hin. Von da aus gehen wir denn weiter. Dann brauchen wir zumindest nicht an diesen Feuerrückenviechern vorbei und an den Plündern ran. So, einmal kurz orientieren. Wir müssen in... Ich habe auch die falsche Quest eingestellt, ne? Ja. So. Gut, wie gesagt, würde gehen erst die Tosse mitnehmen. Ein paar Heilkräuter können eigentlich auch nicht schaden. Vor allem, wieso liegen hier überall zerstörte Wächter? So, rüber hier.
Wohl das Banditenlager wollen wir ja schon sehr gerne machen. Oder zumindest ich sehr gerne. Warte mal, das ist das Banditenlager, ne? Moment, gibt's da einen Weg außenrum? Ich laufe doch nicht durch mitten durchs Banditenlager durch, bevor ich die Quest gestartet habe. Das wäre eher suboptimal. Gut. So, die Tosse ist hier vorne irgendwo. Hoffe ich zumindest, dass man sie jetzt mal schnell findet. Da ist Neil. Zu dir komme ich gleich, mein Freund. Oh, lass mich roten. Die Tasse ist mitten im Banditenlager. Nein, da ist sie. Sehr schön. Sehr schön. Jo, den hätten wir die auch. Ja. Yep. Den kommt jetzt Neil. Da ist auch noch so ein Panorama. Jetzt kommt aber erstmal das Banditenlager. So, mein Freund. Was willst du denn von uns? Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten den Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Naja, erstens, ich weiß nicht mehr, wer du bist, Junge. Aber das sind Banditen. Ich meine, die bedrohen hier die Nora. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ah ja, kurz gesagt, er ist ein Banditenjäger. In Ordnung, nicht gemeinsam. Ah, machen wir mal. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Aber geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Ich habe aber auch das Gefühl, der ist leicht blutlustig. Ah, abwarten. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Ja, aber warum sollte man das wollen, dass noch mehr kommen? Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Juh, das heißt dorin, darin, hierin, ja? Gut. Jo. Denn mal gucken, ja, am besten wäre natürlich, wenn ich sie ordentlich gerade sehen. Ich sagte, dass ich Sona beim Roten Echo treffen würde. Ja, ja, Sona muss jetzt warten. Sie ist zu weit weg, das kommt alles noch. Speer in der Hand, dessen Spitze im Körper meines Wagens steckt. Du, das war eng. Das war eng. Die hätte mich doch fast gesehen, du. Den Trottmann, Junge, geht das? Hier machst du keine Angst. Komm raus. Ja, sehr schön. Ja, dann komm doch her. Okay, das hat doch schon mal sehr gut geklappt. Aber er ist mit Sicherheit nicht der Einzige. So, den gucken wir mal kurz. Ne, guck mal. Da hätten wir einen. Da wäre einer. Da. Da. Oha. Da. Da. Das ist der Alarm, ne? Jo. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Dahinter ist auch noch einer. Der ist zu weit weg. Ne. Ja, gut, da ist auch noch... Ja, hier sind noch ein paar Stück. Okay. Okay, okay. Sie sehen dich nicht gut aus. Einfach so reinstürmen wäre wahrscheinlich tödlich. Eine Leiche. Oh, und die sehen die Leichen, alles klar, gut.
Ja, komm her. Komm. Ich weiß nicht genau, was das war. Ja, dann trab doch an, Mensch. Dann bist du auch eine. Sehr schön. Gut, die sind gewarnt, die sind gewarnt. Die suchen mich, aber die haben noch keinen Alarm ausgelöst, oder? Ich hoffe es zumindest. Das wäre nicht so schön, ehrlich gesagt. Diese blöde Wache da oben, die verrät mich noch, wenn das so weitergeht. Komm, genau. Oh, krieg ich die Wache da denn ausgeschaltet, ohne dass die anderen das mitkriegen? Schwer zu sagen, ne? Ich bin ja auch so super zielsicher. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Der wäre auch ausgeschaltet. Da kommt der nächste. Ne, der läuft woanders hin. Okay. Zumindest haben sie ein bisschen Geld dabei. Zumindest ist der Herr im Wachturm schon mal ausgeschaltet. Jetzt ist nur die Frage, wo genau? Ah, hier sind so elendig viele. Gut, Alarm geschlagen haben sie noch nicht, wie es aussieht. Nein, du sollst den nicht ausmachen. So. Da sind auch noch zwei. Dieser Händler meinte, wir würden Meridian niemals besuchen. Ein Alarm. Damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Das will ich aber nicht. Na, so komme ich hier nicht rein. So sehen die mich. So sehen die mit. Vor allem, die sind schon wieder gewarnt. Eine Leiche. Alles klar. Ich kann dich hören, glaube ich. Ja, dann komm her. Ich hab dich extra zu mir gelockt. Komm. Genau. Sehr schön. Oha. Haben die mich gesehen? Haben die mich gesehen? Schlangenalarm, ne? Ne. Die sind zwar gewarnt, aber gesehen haben sie mich noch nicht. Gut. Das ist natürlich eine gute Frage, wie ich hier jetzt reinkomme, ohne dass die mich sehen. Aber Heiltrank ist schon mal gut. So. Ich würde den Alarm ja auch gerne zerstören, aber dafür müsste er erstmal hinkommen. Okay, kriege ich dich ausgeschaltet? Ich versuch's mal. Na, halt doch mal still. Ah, verdammt. Das ist nicht einfach. Der läuft da oben Wache, oder? Ah, komm, komm ein bisschen näher. Wollen, wozu habe ich Neil dabei? Der läuft mir die ganze Zeit her und macht nix. Sehr schön. So, gewohnt sind die Herrschaften wieder. Hier immer noch rum. Einen von uns erwischt. Ja, das ist auch schön, dass es einen von euch erwischt hat. Boah, die sind gewarnt, wie es aussieht, ja. Schlag bloß keinen Alarm. Wer weiß, wie viele danach noch dazukommen. Gut. Na komm, ihr müsst doch langsam mal aufhören zu suchen. Oder? Endlich. So ist hier endlich. Kurz jetzt. So. Ah, die sind echt gut aufgestellt.
Versuch mich ja nur ins Lager zu schleichen. So. Jetzt wird's auch noch Nacht. Das ist bloß die Frage, durch den Haupteingang komme ich definitiv nicht rein. Da stehen sie nämlich alle und da gibt es keine Versteckmöglichkeiten. Das heißt, ich muss irgendwie außenrum reinkommen. Und durch die Dunkelheit sehe ich gerade ehrlich gesagt nichts. Ist da einer drauf? Ja, tatsächlich. Kriege ich den erwischt? Ne, der steht da hinterm Pfosten, ne? Ja. Ah. Gut. Vielleicht kann ich mich an ihn ranschleichen. Ich meine, schön wär's, ne? Nein. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. So hastig. Hier, ihr Mistkerle. Ja, die haben jetzt Alarm geschlagen. Gut. So, runter hier. Hier bin ich wie auf dem Präsentierteller. Und das nicht gut. Haben sie mich verloren? Sieht fast so aus. Wunderbar. Der wäre auch erledigt. Sie ist da entlang. Sie ist da entlang, ja. Okay, Alarm geschlagen haben sie, wie es aussieht, weil der Alarm ist weg. Aber sie wissen nicht, wo ich bin. Sehr schön. Das ist schon mal was. Gut so. Aber die haben mich übelst erwischt. Gut. So, Jungs, wo seid ihr? Sie haben auf jeden Fall aufgehört zu suchen. Alter, komm, wie viele da rumlaufen. So, den hätte ich auch schon mal. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Das wird schwierig bei Regen, Eloy. Das wird schwierig. Oh, verdammt. Okay. Die sind wieder gewarnt. Ja, natürlich. Neil rennt rein wie ein Irrer. Aber es sind zumindest schon mal ein paar ausgeschaltet. Ah, es sind aber auch viele. Okay, so wie es aussieht, gibt es hier eine Möglichkeit rein. Da sind zwar auch ein paar drin. Suchst du jetzt mal mit, oder was? Suchst du jetzt mal mit? Ja, sucht mich doch. Komm, hört auf zu suchen. Genau. Ihr wisst eh nicht, wo ich bin. Geht doch. Sehr schön. Der wäre auch schon mal erledigt. Den? Achtung. Es sieht so aus, als wäre ich hier reinkommen. Gut. Hier mal kurz was gucken. Dort sind welche drin. Ja, aber nur zwei, wie es aussieht. Einer steht hier direkt hinter der Wand. Wenn ich reinkomme, sieht er mich. Hier darf niemand durch. Hier darf niemand durch. Oh, hier kommt aber jemand durch, Junge. Komme ich gar nicht rein, okay. Hätte doch, dass ich hier reinkomme. Nee, das funktioniert nicht, okay. Gut, das hat nicht so funktioniert, wie ich es vorhatte.
den Bäume hier vielleicht? Immer noch auf der Suche nach mir. Oh, und hier gibt es keine Versteckmöglichkeiten. Das ist schon mal blöd. Kommt aber auch nicht in die Burg, ne? Das ist schon sehr, sehr doof. Hier müsste ich doch hochkommen, oder? Okay, die suchen mich immer noch, aber... Eimerin hier. Nein, hier kommt man auch nicht hoch. Okay. So, aber. Sieht aus, als wäre ich sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, Eloy. Da bin ich mir absolut nicht so sicher. Die haben sich hier rundherum so verschanzt. Da ist der Alarm. Der ist gezündet. Okay. Okay, ich dachte, das wäre jemand. Hm? Wir werden angegriffen. Sie steht direkt vor mir. Oh. Gut. Na. Wir wollen doch nicht so gewalttätig werden, ne? So. Au, ich habe gesagt, wir wollen nicht gewalttätig werden. Ja. Verdammt nochmal. Ah, das dürfte nichts bringen, der hat mich gesehen. Mensch, Eloy, wo haust du hin? Da, genau. Also manchmal haut sie die völlig verkehrte Richtung. So, ich hoffe definitiv noch nicht alle, aber ich glaube den größten Teil. Das ist schon mal schön. Ah, okay, ich sehe hier gerade nichts. Es ist zu dunkel. So, aber zumindest ein paar Heiltränke haben die Herrschaften. Jetzt gehen wir hier mal in die Vollen. Laura, genau. Sonst kommen wir hier ja nicht weiter. Ich glaube, die verkriechen sich da in dieser komischen Burg da. Muss es doch irgendwo einen Weg aufgeben. Ja. Da. Nee. Wie komme ich da rein? Das ist eine gute Frage. Ich sehe was. Oh ja. Weg mit dir. Gefangene. Das sind nicht nur simple Ganoven, sondern auch Sklavenhändler. Sieht fast so aus. So, aber jetzt ist die Frage, wo steckt der Rest? Da. Hier komme ich hoch, okay. Gut, wo seid ihr? So, haben wir sie? Ja, sehr schön. Wir haben sie. Wunderbar. Gut, ein paar Einzelne musste ich in die Vollen gehen, aber wir haben's. Wunderbar. Suchen. Darf ich mit dir reden? Ja, darfst du sofort. Anscheinend haben sie ein paar Nora-Leute gefangen genommen und wollten sie als Sklaven verkaufen. Okay, denn es ist ja gut, dass ich sie hier beseitigt habe. So, dann ist das ganze Banditenlager jetzt hier abgeschlossen. Ja gut, ich muss gleich noch einmal mit Neil reden, das ist klar. Keine Beachtung. Würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Viel gemacht hat er ja nicht, welche, ne? Ehre? Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Oh je, die Banditen machen also Jagd auf Ausgestoßene. Oh je, woher kommst du denn? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift.
Ich selbst, mein Heimatdorf, brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Und ihr seid alle zusammen? Ausgestoßene dürfen auch untereinander eigentlich auch nicht reden. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Ja, das Gesetz ist sowieso sowas bescheuert. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Okay. Wir sind alle Ausgestoßene. Aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Alles klar, dann ist das hier quasi jetzt so ein kleines Dörfchen. Ja, abgeschlossen, steht da ja auch. Da ist noch ein Händler. Hier war doch irgendwo ein Lagerfeuer, was ich vorhin nicht aktivieren konnte. Das geht wahrscheinlich jetzt. Frage ist nur, wo ist es, ne? Warte mal. Es ist, glaube ich, aber auch aktiviert. So, ne? Ah, nicht ganz. Gut. Gut, dann würde ich sorgen, marschiere ich noch einmal rüber zu Neil, damit wir die Quiz abgeben können. Da ist ja gleich hier vorne. Und den hauen wir das Lager hier ja, naja, nicht ganz ohne Schwierigkeiten, aber zumindest zum Teil abgeschlossen, ne? Will ich noch Loot? Ich sehe schon. Vor allem, die haben sehr viele wertvolle Sachen dabei, wie es aussieht. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Gut, Neil, mein Freund, wieso verkriegst du dich ja schon wieder außerhalb? Kannst doch mit ins Dorf kommen. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Alles klar. Ja, er ist tot. Naja, ist mir egal. Ja, der denkt nur an sich. Das ist ein verdammter Egoist. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Alles klar. Er ist sowas wie ein Söldner und hat auch noch Spaß daran. Maschinen sind ihm zu langweilig. Lieber Menschen. Oh, ich hasse solche Leute. Banditen. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ja, gut, da magst du vielleicht recht haben, aber nur so zum Spaß? Das ist eher eine ungesunde Einstellung. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie.
Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Miserable Einstellung, wenn ich so sage. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, wie Wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Alles klar, das Haus, der taucht noch öfters auf, gut. Denn wäre hier noch das Panorama-Dingsbooms? Und denn, wer hier als nächstes schon... Hier geht's denn weiter. Eine Sucherin vor den Toren und die Rache einer Tochter. Na, wir arbeiten jetzt Stück für Stück voran. Gut, wir müssen später noch einmal hier runter. Hier sind noch zwei Sachen, aber das kann man später machen. Hier ist ja auch noch jede Menge. So langsam arbeiten wir uns voran. Und das dürfte, ja, das dürfte das DLC sein, wie schon vermutet. So, das machen wir aber später. Gut, für heute sind wir aber erstmal am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's dann hier weiter. Bye, bye.